Welt. Für immer frei. Was zuerst wie eine Schnapsidee geklungen hat, ist mittlerweile kulinarische Wirklichkeit geworden. Denn die vier Jungs vom Freiwild wollen heute kochen. Wir essen gern, wir trinken gern, wir spielen gern. Und grundsätzlich haben wir gesagt, eine Schnapsidee haben wir noch nie in Angriff genommen. Wir gehen es einfach ganz auf die untypische Art und Weise und machen das erste Mal eine Rock'n'Roll-Kochshow. Ihr habt euch das wirklich gut überlegt, oder? Mit den Jungs heute zu kochen. Das wäre ja eine Schnapsidee gewesen. Aber wir haben jetzt vier Gänge, vier Jungs und vier Köche. Erster Gang, eine kalte Platte. Und damit sich die Jungs jetzt ein bisschen einwärmen können zum Kochen, machen wir jetzt eine sogenannte Kaminwurzschneide-Challenge. Ja, ich hab gar nicht gewonnen, ihr gar nicht. Du hast geschaut, der hat alles geschnitten. Meiniger hat alles geschnitten. Die längste. Ja, also ganz ehrlich. Jetzt wird mal gearbeitet, raus mit den Tellern. Es gibt nicht nur eine neue Welt, das Leben noch mal leiden trägt. Nimm einen mit, lass keinen stehen zusammen. Nach vorne sehen! Zusammen nach vorne sehen. Vielen Dank! Wir haben Weggefährte eingeladen, die in den letzten 15 Jahren, gerade auch in Bezug zu Südtirol oder überhaupt für die Band, eine große Rolle gespielt haben. Komm mal nein, alleine nicht an, wir halten zusammen, Mann für Mann. Was war der erste Satz im Tourbus, was Kai anscheinend gesagt hat? Er hat sich vorgestellt, hallo Kai Michelmann, es gibt ein paar Regeln, die wichtigste Regel ist die, im Bus wird nicht geschissen. Ach, was du bleib doch einfach wie du bist, ich umarme, ich küsse dich, du hast mir lieb, verdammte Welt, alles ist gut, so wie es ist. ZK, nimm schon mal ein anderes Messer, weil das tust du noch weh. Verdammte Welt, hätte ich ein letztes Mal nur für mich.